Davinus ist 5 Jahre alt und ein tierisches Mathe-Genie. Der Berner Sennenhund kann zählen. Frauchen Angelina Kruse hält 8 Finger hoch, der Hund streicht 8-mal über ihren Arm. Addition und Subtraktion bis zur Zahl 20, auch kein Thema für den Rüden. 5 plus 4 minus 6. 1, 2, 3. Super, fein. In rund 3 Jahren hat der Hund gelernt, was er kann. Heute rechnet Davinus gewissermaßen auf Grundschulniveau. Ja, ich werde oft angesprochen und viele wollen dann Tipps von mir. Und ich bin irre stolz auf meinen Hund. Der Hund hat Spaß an der Arbeit. Davinus und sein Frauchen haben eine sehr enge Bindung, sind ein eingeschworenes Team. Der Rüde führt selbstverständlich auch ein normales Hundeleben. Sein Genie ist auf den ersten Blick nicht zu erkennen, wie gut, dass es überhaupt entdeckt wurde. Das war eigentlich eine spontane Idee von mir, mal was Neues zu probieren. Und ja, der Hund ist so auf mich fixiert und er will arbeiten. Ja, und da habe ich gedacht, ich probiere das ganz einfach mal. In einem Buch will die Hundetrainerin nun Tipps geben, wie man Hunde richtig trainiert und ihnen das Rechnen beibringt. Je früher das Training beginnt, desto besser. Mischling Amy ist fast noch ein Baby. Sie möchte ihrem großen Freund nacheifern. Ich zähle ihr das vor bis 3. Und sie muss sich darauf konzentrieren. Mach mal Platz. 1, 2. Ja, und dann baue ich das aus. Also erstmal 1, 2, 3. Und dann nehme ich auch mal später einen weg und sage, es bleiben 1, 2. Und so trainiere ich das ganz langsam. Nehme ich wieder einen weg und sage, jetzt ist einer. Und dann lege ich wieder einen dazu. 1, 2, bis das hier oben von dem Hund verknüpft wird. Manch einer fragt sich, ob es beim Rechnen mit rechten Dingen zugeht. Bewusst, sagt die Hundebesitzerin, gebe sie dem Hund jedenfalls keine Hilfestellung. Ich bin sehr kritisch mit mir selber. Und Wissenschaftler kann gerne kommen und das überprüfen. Dann freue ich mich. Davinus, das vierbeinige Mathe-Genie aus Heiligenhafen. Ist der Rüde ein Wunder der Natur? Wer weiß das schon. Für sein Frauchen jedenfalls ist er das Geschenk ihres Lebens.